Ihr Lieben, hallo. Ich habe hier jede Menge Hintergrundgeräusche. Das lässt sich gerade nicht vermeiden. Das war ein ganz schöner Anlauf, jetzt mit diesem Video anzufangen. Ich weiß auch ehrlich gar nicht, wie ich irgendwie beginnen soll. Ich kann euch nur sagen, die Geräusche im Hintergrund spielen gerade mein Nervenkostüm wieder. Ziemlich penetrant. Ich halte das kaum aus gerade. Warum mache ich dieses Video? Ich muss mir einen anderen Platz suchen. So, ich weiß nicht mal, wie viel der Anfang das jetzt war. Ich tue mich total schwer, irgendwie jetzt reinzukommen. Das ist ja auch nicht wie sonst. Also mir geht es gerade ziemlich beschissen. Das ist für mich eine sehr grenzwertige Zeit. Ist auch sehr belastend, was gerade so bei mir privat passiert. Ich habe nun gerade erst gestern ein Video gedreht. Ich hab euch einen schönen Gartenrundgang gedreht. Ich habe auch schon ein bisschen dran geschnitten, aber ich kam nicht so vorwärts wie sonst, weil für alle, die mich schon länger verfolgen, die haben ja auch schon mal mitgekriegt, dass ich auch mal andere Videos zwischen habe als einfach nur Garten. Mir geht es auch um mehr als um Garten. Es geht mir auch um Menschen, um jede einzelne Lebensform. Wir sind so wunderschöne Individuen da draußen und ja, bei meiner Lebensgeschichte war es halt so, dass ich immer in Schubladen gepackt wurde, um auf eine bestimmte Art zu funktionieren. Ich denke, das ist ja auch schon kein Geheimnis mehr. Die meisten da draußen haben das schon verstanden, dass so wie unser ganzes System aufgebaut ist, vom Kindergarten hoch, dass das nicht wirklich eine Förderung für das Individuum ist, für jeden einzelnen Mensch, sondern es ist immer irgendwie ein Zurechtrücken, ein Anpassen, ein, damit man nachher halt funktioniert. Und ich bin das alles durchlaufen, viele Jahre, mit Schulwechseln, mit schlechten Noten, mit viel Mobbing. War eine ziemlich harte Zeit in der Schule. Aber nicht nur da, auch darüber hinaus. Man kriegt das ja auch so anerzogen gesellschaftlich, dass wie das alles zu funktionieren hat. Aber es ist halt praxisfremd. Und nicht ohne Grund gibt es so viel Wut in der Gesellschaft, so viel Aggression auch mittlerweile. Wenn man so die Nachrichten schaut, kriegt ja jeder mit. Mich hat das ziemlich krank gemacht, dieser Weg. Warum mache ich überhaupt dieses Video? Ich habe mir nichts in den Kopf gesetzt, was irgendwie mein Ziel ist. Ich wollte mein Herz sprechen lassen, bei mir meine Situation durch das, was das alles mit sich bringt, wenn man das Leben so durchläuft, ist es finanziell auch sehr, sehr schwer. Und ich habe das alles gehabt. Ich war lange bei der Bundeswehr und hatte sehr viel Geld auf dem Konto, aber es hat mich nicht glücklich gemacht, es hat mich unglücklich gemacht in der Menge. Und hat auch zu vielen Problemen geführt, auch aufgrund des Krankheitsbildes schon, was damals nicht bekannt war. Und Krankheit hin oder her, alles hat seinen Ursprung in Traumata. Deswegen sehe ich mich selber nicht so gerne in Krankheitsschubladen. Aber schon so, dass ich in dieser Gesellschaft einen Schwerbehindertenausweis brauche. Deswegen, das, was das alles mit mir gemacht hat, hat bei mir halt die Möglichkeit verbaut, so wie bei vielen Menschen einfach auch ganz normal arbeiten zu gehen. Und wenn es ein Teilzeitjob ist oder so, ist es in meiner Welt überhaupt nicht möglich. Ich kann das nicht leisten. Also wenn ich arbeite, wie ich arbeiten dann würde, mit meinem Elan und dem Kraftaufwand, wäre mein Akku ziemlich schnell alle. Und mal von den psychischen Folgen abgesehen,
würde mich nach kürzester Zeit jeder Arbeitgeber rausschmeißen, weil ich einfach in diesem Leistungsgesellschaftstempo gar nicht arbeiten kann. Ich bin arschlangsam, wenn ich am Rechner sitze, wenn ich E-Mails schreibe, auch wenn ich euch Kommentare schreibe, ich bin arschlangsam. Das ist eine unglaublich energieaufwendige Welt für mich. Und ja, es ist wie es ist, und ich habe immer versucht, das Beste draus zu machen und kämpfe mich jetzt schon irgendwie viele Jahre raus. Und hab ja auch mit dem YouTube, mit dem Garten eine unglaubliche Chance geschenkt gekriegt im Leben. Ein Weg, der da rausführen kann. Und daran glaube ich nach wie vor fest, egal wie es gerade ist. Ich habe gleich noch ein bisschen was zu erzählen. Da geht es um die Finanzen, wie es da gerade aussieht. Und ich mache mir keine Sorgen, dass es mir eines Tages gut geht. Aber nichtsdestotrotz sieht das Leben gerade noch was anderes mit mir vor. Und ja, viele da draußen unterliegen auch dem Irrtum, wir YouTuber würden super viel Geld kriegen. Ich möchte euch mal offenlegen, was das bei mir bedeutet. Und zwar gibt es da eine Seite, die werde ich euch, ich glaube, oben rechts kann ich sie nicht verlinken, unten in die Beschreibung. Ich hoffe, das ist erlaubt. Ich weiß so mit diesen ganzen Finanzen bei YouTube, das darf ich nicht so direkt offenlegen, glaube ich. Kann auch sein, dass ich mir das habe einreden lassen. Oder dass es einfach nur nicht gern gesehen ist. Aber ihr könnt da gerne mal reingehen, da könnt ihr sehen, dass diesen Aufwand, den ich eigentlich betreibe, damit ihr nachher Videos sehen könnt und überhaupt das ganze Geschehen drumherum, die per sozialen Kontakte, wenn es da mal irgendwie Austausch gibt, das könnte ich gar nicht auf finanzieller Ebene. Ich kann auch nur noch Sachen machen, wo mein Herz brennt, alles an und macht mich kaputt und krank. Und dies hier ist einfach eine unglaubliche Chance für mich, um voranzukommen im Leben. Und so wie sich die Dinge auch schon letztes Jahr entwickelt haben, war das, also sehe ich definitiv eine Steigerung nach und nach auch, ja, was mein Innenleben angeht und so weiter und so fort, voranzukommen mit den seelischen Leiden, die man so hat im Alltag oder die ich so durchlaufe. Also mir geht es generell viel, viel besser im Leben. Ich habe unglaubliche Fortschritte gemacht, gerade über den Winter bis jetzt. Auch wenn es mir die letzten Monate bis an Anschlag gestresst geht. Jetzt kommen wir eigentlich zum letztendlichen Auslöser dessen, warum es zu diesem Video kommt. Ich habe erstmal die letzten Monate, ich habe durch diese Zeit, die wir gerade haben, dieses Jahr haben, die ganze Welt betrifft, hat definitiv finanzielle Auswirkungen bei mir. Normalerweise ist es so, dass ich wirklich am Existenzminimum lebe, 3 bis 5 Euro am Tag, und versuche das halt hiermit zu ändern. Ich mache das aber auch noch nicht lange. Ich brauche meine Zeit, bis ich auch Garten in meinen Lebenskreislauf einarbeite. Und das geht auch nicht von heute auf morgen. Das verursacht sogar ein bisschen mehr Kosten, habe ich festgestellt. Also diese Umstellung jetzt auf möglichst Selbstversorgung ist teurer. Für mich auf jeden Fall. Ich denke, viele da draußen können deutlich disziplinierter sein. Bei mir ist halt das, was mich im Leben geprägt hat, hält mich davon ab. Ich würde das auch gern so können. Ich konnte das früher auch, aber ich habe es dann geschafft eine Zeit lang, bin auf die Nase gefallen. Hab's immer wiederholt. Ich war ein Stehaufmännchen so, so viele Jahre lang. Und irgendwann verliert man die Power dahinter und ich krieg das nicht mehr hin von heute auf morgen. Aufgrund dessen, was mir passiert ist im Leben und die Auswirkungen, ist es schon so, dass ich einen deutlichen Mehraufwand im Monat habe als jemand, der nicht das durchgemacht hat, was ich durchgemacht habe. Es ist einfach nachweislich einfach mehr Aufwand für mich da. Und in meiner Situation ist das auch so, dass ich vom Amt abhängig bin. Ich bekomme Sozialleistung. Unter diesem bösen Begriff Hartz IV, da kriegt man gleich einen Stempel. Wahrscheinlich hauen jetzt auch gleich ein paar Abonnenten ab. Ich bin das auch gewohnt. Immer wenn ich solche Videos wie jetzt mache, das führt eher immer zu Abgängen als Zulauf, weil die meisten haben gar keinen Bock, das irgendwie zu hören anscheinend.
traurige Sache für unsere Gesellschaft. Ich würde mir für unsere Gesellschaft viel mehr Menschlichkeit, Mitgefühl wünschen, miteinander. Aber das ist eine ganz große Wunschvorstellung. Gerade dieses Jahr zeigt mir auch, wie krass es mittlerweile ist, wie groß der Spalt durch die Gesellschaft geht. Ja. Ich komme auch gerade vom Amt. Ich musste da heute Morgen hin, nachdem ich kein Geld erhalten habe. Es war so, dass ich jetzt ein paar Monate überleben konnte, finanziell. Ich bin jeden Monat mit Minus reingegangen, konnte bestimmte Rechnungen nicht bezahlen. Das hat sich angestaut. Das habe ich jetzt gerade alles so geregelt gekriegt, dass es weitergehen kann. Und ja, jetzt ist das so, dass ich habe das beim Amt schon öfter gesagt, dass ich halt mehr Aufwand habe, auch begründet. Und ja, stattdessen werden einem halt unangenehme Fragen gestellt, wofür geben Sie das ganze Geld denn aus? Das ist aber auch nicht die einzige Stelle, von der man sowas hört, aber das ist halt so, wenn man nicht in der Haut dessen steckt, der das durchmachen muss, wie ich das in diesem Fall durchmache. Also es gibt ähnliche Schicksale, ganz individuell. Und beim Amt muss man sich ganz schön was anhören. Das ist ziemlich demütigend, diskriminierend. Es tut echt weh. Und vor allen Dingen in dieser Zeit ist es so gewesen, dass bei mir stand die Verlängerung an. Man muss alle 6 Monate das verlängern. Kontoauszüge vorlegen, man macht sich nackig. Muss alles zeigen. Und dann verlängert sich das. Und jetzt ist das so gewesen, dass ich auch gesagt habe, ich bin am Limit, so, ich brauche Unterstützung. Das habe ich die Monate jetzt so hingekriegt, aber ich brauche Hilfe und ich beantrage Unterstützung, wenn das möglich ist, dass man mir das irgendwie aufzeigt. Und die Antwort war folgende, wir haben heute den dritten. Normalerweise ist das so, dass vor dem ersten das Geld drauf sein muss, das ist gesetzlich so vorgeschrieben. Mir wurde das vorenthalten, aufgrund dessen, dass ich keinen Nachweis bringen konnte über meine Kontoaktivitäten. Ich habe letzte Woche dran gesessen, die haben von mir alles gekriegt, was mir zur Verfügung steht. Und ich habe auch erklärt, dass an bestimmten Sachen nicht das, was sie von mir fordern, möglich ist. Es ist einfach praxisfremd. Und jetzt wurde mir erzählt, dass das Geld zurückgehalten wurde, weil ich keine kontoauszüglichen Nachweise habe. Ich habe denen aber alles geschickt. Was? Wut. Ich unterdrücke die gerade. Ich möchte an dieser Stelle auch mal anmerken, dass ich super dankbar bin, ein Dach über dem Kopf zu haben. Das ist nicht selbstverständlich auf dieser Welt. Und auch Unterstützung zu bekommen. Aber nichtsdestotrotz ist das, was kommunikativ gerade für Behinderte, gerade für Traumatisierte, was da passiert, vor allen Dingen Sachen, die man nicht sehen kann. Ne? Ich wirke ja gesund in meinen Videos, für die das andere bisher noch nicht mitgekriegt haben. Aber es gibt genug Sachen, mit denen ich kämpfen muss. So. Und es entwickelt sich für mich in eine sehr positive Richtung. Mir geht es deutlich besser. Wer meine Videos am Anfang verfolgt hat und so weiter, die wissen das auch, dass ich mich schon entwickeln, im privaten Kreis kriegt man das auch mit. Aber nichtsdestotrotz ist immer in den Phasen, wo es auch um diese Verlängerung geht, für mich eine sehr schwierige Phase, das zu verlängern, weil man muss sich immer blank machen. Das ist nicht einfach. Man macht es, weil man es machen muss, logisch, klar. Und ich bin ja darauf angewiesen. Wenn ich es anders könnte, ich würde sofort weg da, gar keine Frage. Aber ich mache aus meinen Möglichkeiten das Beste und gleichzeitig auch, ja, habe ich meinen Platz gefunden, was fürs Allgemeinwohl zu tun, auf meinem Kanal hier auf YouTube. Nun ist es so, Geld ist unterwegs, wurde mir heute gesagt, aber diese Forderung nach den Nachweisen besteht und ich weiß auch nicht, wie viel Geld ich erhalte, das soll mich heute oder morgen erreichen. Somit ist der Moment erstmal auf irgendeine Art und Weise gesichert. Aber ja,
Ich kann schon nicht mehr heulen, mir ist aber zum Heulen zumute. Ich werde weiter hierfür kämpfen, aber die Wahrheit ist, dass die Geschichte hier auf dem Spiel steht. Ich habe aufgrund dessen, wie das so im Leben läuft und aufgrund auch der Schicksalsschläge, einige Auswirkungen in meinem Leben, auch immer wieder diese Amtsphasen. Ich kann euch erzählen, ich habe im Moment nichts mehr aus meinem Garten gegessen. Nichts Gesundes mehr. Seit einer Woche. Ich stopfe nur Süßigkeiten in mich rein. Allmögliches Süßzeug. Woher habe ich das Geld? Ich habe mein Fahrrad verkauft. Nachdem ich mitgekriegt habe, es gibt beim Amt Schwierigkeiten, habe ich mein Fahrrad verkauft und von dem Geld stopfe ich mir jetzt Süßigkeiten ran, um diesen Stress irgendwie abzubauen. Das ist irgendwie, man kann nicht anders. Ich habe das nicht unter Kontrolle. Ich stopfe, mein Körper nimmt sich, was ich möchte. Ich versuche mich da selber nicht zu steinigen für, aber das ist zum Beispiel eine Auswirkung, die ich habe, die einfach mehr Geld in meinem Leben bedeutet. Ich bin überhaupt nicht glücklich, wenn ich den Mist konsumiere. Ich stopfe das in mich rein. Das ist null Genuss. Null Genuss. Null. Gar nichts. Ich schütte, stopfe und auch jetzt habe ich gerade Bock, mir eine Cola reinzupfeifen. Was ich am liebsten trinke ich eigentlich Wasser. Habe ich gerade null Draht zu. Ich brauche diesen Zucker, um das irgendwie wohl irgendwie zu kompensieren. Das ist ja ein natürlicher Reflex des Körpers. Und ja, jetzt ist das so, dass das Amt gerade all meine Konten auseinandernimmt und ich das kaum ertrage. Ich bin froh, dass ich jetzt Geld gekriegt habe, aber ich war heute beim Amt, also gerade vorhin, und habe gefragt, wie ich jetzt darauf reagieren soll. Es erwartet mich jetzt noch Post mit den gleichen Forderungen. Ich habe den konkret letzte Woche schon die Reaktion darauf geschrieben. Das wird irgendwie komplett ignoriert. Auch dessen, dass ich beantragt habe, irgendwie mehr zu brauchen in meinem Leben, weil ich einfach nicht zurechtkomme finanziell. Also es ist so, dass ich gerade jede Menge abstotter, Arztrechnungen. Und das erdrückt mich. Das ist ein ziemlicher Druck, im Moment ziemlich extrem. Meiste Zeit kann ich gut drüber stehen, aber gerade in diesen Phasen und wenn dann noch solche Sachen passiert, bin ich an der Grenze meiner Belastbarkeit. Zu allem Überfluss steht jetzt auch zeitnah eine Beerdigung an, für die ich mich gerade nicht stark genug sehe. Ein Freund ist verstorben, mit dem habe ich letztes Jahr jede Menge durchgemacht. Also das war schon ziemlich krass. Davon kann ich nicht erzählen, weil uns gedroht wurde, wenn wir davon erzählen. Mehr möchte ich auch nicht erzählen. Für jeden, der mich kennt, der weiß, dass ich keinen Blödsinn rede. Also sowas kommt so schnell nicht über meine Lippen. Mehr möchte ich nicht drüber reden. Ja, und dieser ganze Druck, ich war letztes Jahr so haarscharf vor der Privatinsolvenz. Und wenn es so weitergeht, weiß ich nicht, ob ich nicht wieder in die Situation komme. Also wenn mit dem Geld, was ich jetzt kriegen soll, zu wenig rüberkam, weil ich diese Nachweise nicht erbringen kann, dann fehlt mir definitiv Geld und dann wird es sehr, sehr kritisch. Es ist so, dass ich fürs Amt maximal 50 Euro Spenden annehmen kann. Somit wäre alles drüber, würde ans Amt gehen und mir überhaupt nicht helfen. Ich muss das auch angeben, ich kann das nicht verheimlichen, ich stehe hier auch in der Öffentlichkeit. Ich glaube weiter daran, dass ich eines Tages, dass es mir besser geht. Jetzt ist ja die ganze Sache hier in Gefahr, also wenn das mit der Privatinsolvenz eintritt, dann wird das hier sehr kritisch. Ich habe ja auch nicht wirklich Einkommen, womit ich das jetzt so groß abbezahlen könnte im Moment. YouTube Zukunft ist mal eine andere Geschichte. Zum Ende möchte ich euch nochmal bitten, jetzt nicht das Video zu nutzen, um eure Wut rauszulassen. Solche Kommentare würde ich auch sperren, also wenn das irgendwie ausartet. Ich denke, das kann jeder irgendwie in einer gewissen Ruhe äußern. Emotionen dürfen gerne drin sein, aber es darf halt nicht ausufern, bitte achtet darauf. So, ich weiß nicht, wie es die nächste Zeit so weitergeht bei mir, aber Freitag erwartet euch dann nochmal ein schöner Gartenrundgang, da war ich noch gut drauf. Ihr merkt schon, ich bin alle, es fällt mir jetzt auch echt schwer, irgendwie noch was Sinnvolles rauszukriegen.
Ich war hier nicht auf der Suche nach Mitleid. Ich denke aber, wir sollten viel, viel, viel mehr Menschlichkeit in dieser Gesellschaft zeigen und zulassen. Und auch viel öfter anderen Menschen ein Ohr schenken, auch wenn wir sie nicht kennen. Ich mache das schon eine Zeit und gerade Menschen, denen es nicht gut geht, ich kenne das selber auch, das kostet Energie, wenn es euch nicht gut geht, lasst es sein, gar keine Frage, aber manchmal so ein kleiner Arschtritt, hey, warum höre ich den nicht einmal zu? Der steht jedes Mal vor mir und will mir was erzählen, ich wimmel den irgendwie ab. Schenkt diesem Menschen ein Ohr und ihr werdet reich zurückbeschenkt vom Leben, das verspreche ich euch. Und diesen Menschen hilft es unglaublich weiter. Ihr kennt das bestimmt alle. Gerade so Menschen, die in der Gastronomie arbeiten, Gäste, die nicht aufhören können zu reden, die ein Ohr suchen, die keine Bremse finden. Das sind meist die, die mal ein Ohr brauchen. Die mal das Gefühl brauchen, ernst genommen zu werden. Die das Gefühl brauchen, dass man sie sieht. Ganz normales menschliches Verhalten. Bitte kümmert euch um eure Mitmenschen. Wir brauchen viel mehr Mitmenschlichkeit. Danke. Oh.